Angst vor dem Gefängnis. Immer mehr Rentner verschulden sich. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ja, meine Damen und Herren, wir haben nicht nur immer gute Nachrichten, sondern auch diesmal eine sehr bedrückende Nachricht. Die Altersarmut unter Rentnern breitet sich massiv aus. Rentner haben viel gearbeitet, ohne Zweifel. Als Arbeitnehmer waren sie immer fleißig, also da gibt es gar keine Frage. Aber sie bekommen trotz ihrer fleißigen Arbeit oftmals eine sehr geringe Rente. Das hängt mit der Höhe des Einkommens zusammen, das hängt aber auch mit der Höhe der Berechnung der Rente zusammen und mit vielen anderen Komponenten, die im Leben so zusammenfallen können. Arbeitslosigkeit, Scheidung, Krankheit und viele andere Dinge. Aber auch der Vergleich zu Beamten ist hier mal zu beachten. Beamte kassieren nach ihrer Pensionierung eine deutlich höhere Rente als gesetzliche Rentner. Und das, meine Damen und Herren, ist auch eine ganz große Ungerechtigkeit. Betroffen von der Altersarmut sind vor allen Dingen diejenigen Rentnerinnen und Rentner, die eine Mini-Rente erhalten, also 1.000 Euro, 1.200 Euro Netto-Auszahlungsbetrag. Und bedrückend vor allen Dingen ist, und das ergab eine repräsentative Umfrage des Senders NDR, dass 72% der Frauen und 61% der Männer sich im Alter Sorgen wegen der Altersarmut machen. Und Sorge darüber auch, dass sie arm sterben werden, Sorge darüber auch, dass sie verschuldet sind, dass sie die Pflegekosten nicht zahlen können und dass sie sozusagen hier zum Bettelhannes werden und dann zum Sozialamt gehen müssen. Und das ist, meine Damen und Herren, ein ganz, ganz großes Problem und die Altersarmut in Deutschland wird immer mehr zunehmen. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner. Von den gesamten Schuldnern in Deutschland sind es knapp 20% davon Rentnerinnen und Rentner gehen zur Schuldnerberatung, müssen oftmals Insolvenz anmelden, denn die Rente reicht einfach zum Leben nicht aus. Und Schuld daran sind aber nicht nur die niedrigen Renten, sondern eben auch die Lebensumstände. Die Inflation hat sich erhöht, die Energiepreise sind nach oben gegangen. Viele Rentnerinnen und Rentner kommen schlicht und ergreifend mit der Rente monatlich nicht aus. Und das liegt nicht daran, dass sie es nicht wollen, sondern weil es einfach nicht geht. Wohnkosten sind explodiert. Das ist auch ein ganz, ganz großes Problem, meine Damen und Herren. Und Rentnerinnen und Rentner, ehe die sich Hilfe holen, ich sage es ganz ostdeutsch gesprochen, die fressen den Kitt aus der Wand, bevor sie zur Schuldnerberatung gehen. Scham. Angst vor dem, sich dort sich offenzulegen, diese Bloßstellung gegenüber dritten Menschen, gegenüber anderen Menschen, hemmt die Leute einfach, sich Hilfe zu holen, zum Amt zu gehen, Wohngeld zu beantragen, Bürgergeld zu beantragen oder Grundsicherung zu beantragen, alles solche Dinge. Und dann kommt noch eines dazu, sie wollen natürlich auch ihre Familie nicht belasten, das ist auch völlig klar. Ja, wer will schon seine Familie mit seinen persönlichen Problemen belasten? Und viele Rentnerinnen und Rentner, das haben Umfragen in Schuldnerberatungen ergeben, haben auch tatsächlich Angst vor dem Gefängnis wegen der Verschuldung. Aber meine Damen und Herren, so weit muss es nicht kommen. Davor müssen Sie keine Angst haben. Ehe man ins Gefängnis kommt wegen Schulden, da müssen Sie schon wirklich richtig Bockmist gemacht haben oder vieles versäumt haben. Es ist klar, ich habe auch keine Lust, irgendjemandem zu erzählen, dass ich, wenn ich Schulden habe, das offenzulegen. Ja, das ist doch völlig klar. Und das Eingeständnis, eigene Schulden nicht mehr zahlen zu können, ist für viele von Ihnen, Ruheständler, das weiß ich, sehr, 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 sehr schwierig. Ja, sie schämen sich, sie haben hart gearbeitet und dann passiert sowas im Ruhestand. Und das ist aber keine Ausnahme mehr, das ist kein Einzelfenomen, das entwickelt sich zu einem gravierenden Massenphänomen und die Politik weiß das. So, und dann haben wir aber noch ein Problem, meine Damen und Herren, was eben auch hochproblematisch ist. Viele von Ihnen haben sich Kredite genommen in der Zeit, wo Sie arbeiten waren. Und da war es auch schon immer ein bisschen eng. Ja? Sie haben immer nicht gut verdient oder vielleicht war der Lohn auch nicht immer gerade so toll. Sie sind aber trotzdem über die Runden gekommen. Und jetzt auf einmal im Alter, wo Sie Rente bekommen, müssen Sie aber von der Rente alles bezahlen. Auch die alten Kredite, auch die alten Verbindlichkeiten. Und Sie wollen das natürlich auch bezahlen. Und dann geht es aber oft in die Hose, wenn Sie sich dann letzten Endes nicht Hilfe von Schuldnerberatungen und von versierten Leuten holen, die Ihnen dabei helfen. Bitte bedenken Sie auch eins, der Pfändungsfreibetrag ab 1.7.2024 liegt bei 1.500 Euro netto. 1.500 Euro netto Rente darf man Ihnen de facto nicht wegnehmen. Aber letzten Endes ist es einfach so, dass
die ganzen Lebensumstände seit 2021, 2022 mit Beginn der Ukraine-Krise, mit Beginn dieses Krieges, mit Beginn der Verteuerung der Energiepreise und der Lebensmittelpreise dazu geführt haben, dass immer mehr Rentnerinnen und Rentner in die Armut stürzen und dann auch in die Verschuldung stürzen, weil sie einfach mit der Rente nicht auskommen. Und das Kernproblem ist, dass die Politik das weiß und nichts dagegen tut. Das ist genau unser Problem hier in Deutschland. Meine Damen und Herren, Sie müssen sich für Ihre Schulden nicht schämen. Das ist gar keine Frage. Holen Sie sich bitte Hilfe. Gehen Sie bitte zu Schuldnerberatungen. Sie sind nicht alleine. Ich verspreche Ihnen das. Es gibt in Deutschland wirklich viele, viele Rentnerinnen und Rentner. Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen, die das gleiche Problem wie Sie haben. Sie sind nicht alleine. Und Sie müssen letzten Endes sich, um aus der Misere rauszukommen, auch Hilfe holen. Wenn Sie das nicht können, dann reden Sie bitte wenigstens mit Ihren Familienangehörigen, sodass die sich dann mit Ihnen gemeinsam einen Kopf drüber machen können, wie Sie aus der ganzen Sache rauskommen. Nichts tun hilft nicht, sondern agieren und nicht reagieren. Und dann kann man letzten Endes auch aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Und wer die Chance hat, wer gesund ist von Ihnen, der kann sich auch darüber Gedanken machen, ob er sich nicht eventuell auch noch einen Job neben der Rente holt. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein zu diesem Thema. Ich finde ein sehr bedrückendes Thema. Altersarmut ist, ich finde, in Deutschland ein absoluter Skandal, dass darf eigentlich gar nicht bei einem solchen reichen Land sein. Wir haben im OECD-Durchschnitt und im europäischen Durchschnitt sehr, sehr geringe Renten. Wenn ich da sehe, was die Franzosen für Rentenhöhen haben, die müssen sich im Alter gar keinen Kopf machen, dann ist das schon hier für Deutschland absolut zum Wegschämen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.